Hallo und herzlich willkommen zum Bürgermeister-Talk, dem Livestream der Stadt Kaven. Im November haben wir schon. Das hast du gut erkannt. Richtig, November. Wir sind live auf Facebook und nun auch live auf Instagram, wenn alles richtig läuft. Perfekt. Mhm. Da sind wir live auf Instagram. Heute im Idealfall auch mit deutlich besserem Ton auf Instagram. Wir haben nochmal an der Technik geschraubt. Vielen Dank an dem Punkt schon mal an unsere beiden Techniker, die hier den Livestream mit uns managen, die man auch heute ein bisschen besser sehen wird denn je. Wir haben da noch ein paar Überraschungen vorbereitet. Aber dazu später mehr. Erstmal hallihallo, Herr Bürgermeister. Schönen guten Abend. Unsere Technik-Crew ist richtig motiviert, hochmotiviert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wir auch. Ja. Wir auch ein bisschen. Dann legen wir gleich los. Richtig. Das war die Begrüßung. Und Thema des Tages ist heute Weihnachtsmarkt. Dazu später mehr. Und jetzt kommen wir aber erstmal zum Newsflash. Wir hätten was vorbereitet wahrscheinlich. So. Der Newsflash. Guido, es gibt wieder allerhand Themen anzukündigen. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit einer Sache, die wir auch schon im vergangenen Livestream erwähnt haben, aber es ist, wir wollen ja natürlich auch die Werbung vertiefen und deswegen wichtige Einladung. Jetzt am 11. November ist St. Martin und da findet wieder ein großes Fest in Kaven statt. Das Martinsfest am Degenfeldschen Schloss im Hof. Und genau, auf Facebook kann man das auch nochmal sehen. Das Plakat 15.30 Uhr geht's los. Da wirst du deine schmissige Martinsrede halten. 15.30 Uhr. Richtig, es gibt leckere Bütchen, Glühwein, Krebs. Und einen Umzug. Und einen Umzug. Mit vielen Kindern. Vielen Kindern und echtem Pferd. Echtes Pferd? Denke doch. Da bin ich ja gespannt. Also letzte waren es über 100 Kinder oder 200. Also, definitiv. Es war ein Riesengewusel. Also mindestens. Tolle Sache, gell? Freuen wir uns drauf. Ja. Du reitest dann mit. Eher weniger. Aber was man auch noch machen kann, traditionell zum Martinsfest gibt es auch noch die Geschenkeaktion. Geschenke packen, dort abgeben. Die werden dann an Kinder, die womöglich sonst keine Geschenke kriegen würden, dann überreicht von dem Organisationskomitee. Deswegen herzliche Einladung, so den St. Martin. Ja, man kann was Gutes tun und trotzdem feiern. Dann sehen wir uns am Samstag. Samstag. Und es soll keinen Regen geben, hoffentlich. Ja, weil es gibt ja auch ein großes Lagerfeuer. Sehr schön, genau. Ja. Mit Feuerwehr. Die ist ja sowieso immer dabei. Ja. Mhm. Das war die Einladung zum Martinsfest. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Veranstaltung, die auch Tradition hat. Und zwar der Volkstrauertag am 19. November. Da lädt die evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit der Initiative Stolpersteine, der KSS, dem Kavener Geschichtsverein und uns, der Stadt Kaven. In jedem Jahr findet das statt. Ja, immer zentrale Veranstaltung seit einigen Jahren in Kleinkaven, am Waldfriedhof, am Mahnwald. Dieses Jahr Schwerpunkt Gedenken an die jüdischen Opfer. Genau, Moritz Ross, ein Kavener Jude, dessen Geschichte erzählt werden soll bei der Veranstaltung am 19. November und um 11 Uhr, gedenken. Ohne Gedenken geht es einfach nicht. Deswegen auch da herzliche Einladung zur Veranstaltung Mahnung zum Frieden am Volkstrauertag am 19. Eigentlich November. Eigentlich brennaktuelles Thema, bevor du so schnell übergehst. Einmal Ukraine, dann Israel, Palästina, also ganz brennaktuell. Und es wäre schön, wenn einige mehr kommen als im letzten Jahr. Und ich denke, es wäre sinnvoll. Es besinnt einen aufs Wesentliche, genau. Dann mal auch an die dunklen Kapitel wieder zu erinnern. Ja, dann zur nächsten Veranstaltung. Richtig, auch für diese Veranstaltung haben wir vergangenen Monat schon geworben und wollen es für die, die den letzten Livestream verpasst haben, heute nochmal wiederholen. Eine wichtige Veranstaltung für alle Menschen, die mit dem Gedanken spielen, irgendwie eine Solaranlage auf dem Dach, auf dem Balkon zu installieren und mit sehr viel Fragen konfrontiert sind. Und ich meine, das ist ja allgemein bekannt, wenn man in Deutschland irgendein Projekt angeht, dann kriegt man meistens mehr Gegenfragen gestellt, als man Antworten hat und hat am Ende noch mehr Formulare in der Hand
und weiß nicht, wohin damit und überhaupt, was ist zu bedenken und lohnt sich das alles oder sollte ich nicht präventiv die Finger davon lassen? Nein, sollte man nicht. Mhm. Man sollte nämlich am 20. November in das Rathaus kommen, ab 18 Uhr im Saal des Bürgerzentrums. Da findet eine große Informationsveranstaltung zum Thema Photovoltaik und Balkonkraftwerke statt. Wir haben allerlei Experten eingeladen. Ja, wir haben Experten, die referieren. Es gibt drei Referate, Kurzreferate, immer so eine Viertelstunde. Man kann Fragen stellen zu verschiedenen Gebieten und anschließend gibt es noch die Gelegenheit, wir haben 4, 5 oder wahrscheinlich 6 Anbieter, ja, die auch dann die praktische Umsetzung machen können. Da kann man es schon beraten lassen. Das heißt nicht nur Theorie, sondern man kann auch gleich mit Firmen in Kontakt treten. Genau. Und das vielleicht umsetzen, weil eigentlich ist es ziemlich einfach, aber viele zögern, ja. Brauche ich einen Bauantrag? Brauche ich eine Baugenehmigung? Muss ich meinen Vermieter fragen? Muss ich die Stadt fragen? Was muss man machen? All das wollen wir erklären und beantworten. Es soll eigentlich, wir wollen dort Initialzündung geben, dass noch mehr gemacht wird. Es geht eigentlich relativ einfach und es lohnt sich und rechnet sich. Und das wollen wir eigentlich demonstrieren, zeigen. Und wie gesagt, viele Experten am Start und 18 Uhr, ich denke so 19, 30, 20 Uhr wollen wir auch fertig sein. Zügige Veranstaltung, kurz und prägnant soll alles mitgeteilt werden. Genau, wobei fertig ist in dem Fall natürlich subjektiv, weil am Ende nehmen sich die Experten natürlich auch noch Zeit, im persönlichen Gespräch Einzelfragen zu beantworten, damit dann wirklich jeder sein eigenes persönliches Projekt starten kann. Sehr schön, dann hoffen wir auf viel Zuspruch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zum Thema Projekte starten, es wurden in Karben wieder einige Projekte gestartet, einige Baustellen. Und da wollen wir nun in diesem Newsflash, wir kommen zur Rubrik, in der Rubrik das Baustellen-Update starten. Und Guido, da haben wir jetzt einige Projekte, hast du dabei? Wir haben nur einen kleinen Auszug, also wenn wir sie alle mitbringen, bräuchten wir eine Stunde. Also ich habe mal gezählt, wir haben so knapp 100 Projekte laufen zurzeit. Oha. Von klein bis groß. Wir fangen mal mit so ein paar an. Wir haben heute, glaube ich, keine Grafiken dafür, aber wir machen das mal kurz und knackig. Weil es auch immer wieder Nachfragen gibt, Baugebiet Fuchslöcher in Petterweil. Ja. Da sind ja die ersten Bauplätze vergeben. Die Bauarbeiten, Erschließungsarbeiten sind fast fertig. Wir sind auf der Zielgeraden jetzt. Und jetzt geht es darum, noch freie Bauplätze zu vergeben. Wir haben einige zurückbekommen und wir werden jetzt die Nachrückerliste aktivieren. Wir haben auf der Nachrückerliste noch sehr viele Interessenten. Einige haben schon nachgefragt, wann geht es denn jetzt los? Ich warte schon jetzt 1,5, 2 Jahre. Und wir werden im November die alle anschreiben, die auf der Nachrückerliste stehen, die in Schlagdistanz sind und ihnen nochmal Bauplätze anbieten. Und dann können die sich nochmal freuen. Ja, wir haben, wie gesagt, ich habe schon einige Rückfragen von Petterweiler Bürgern, von Kabenern, die auch zurück wollen nach Kaben, die sich darauf freuen. Und das wollte ich schon mitteilen. Die nächsten 2, 3 Wochen gibt es Post. Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann gehen wir im neuen Jahr nochmal an alle, die Bauplätze haben wollen. Wenn wir schon in Petterweil sind. Ja, es ist einiges in Petterweil. Ja, dann machen wir gleich Petterweil weiter. Du hast es schön sortiert. Petterweil Teil 2. Kita. Ja, aber bevor wir die Kita machen, machen wir erstmal die Feuerwehr. Ich glaube, die Feuerwehr ist ein bisschen weiter. Der Bagger steht seit letzter Woche auf dem Grundstück. Er baggert auch schon. Ah, er baggert schon. Ja, und jetzt geht es noch darum, wir werden demnächst noch einen kleinen Spatenstich machen mit der Feuerwehr zusammen, offiziell. Aber jetzt geht es richtig los, weil die Frage kommt immer wieder, wann geht es in Petterweil endlich los mit der Feuerwehr? Wie gesagt, der Startschuss gegeben. Und wenn wir schon bei der Petterweil sind, Baugebiet, dann kommt die Kita. Direkt neben die Feuerwehr kommt ein Kindergarten. Und da sind wir auch schon ein Stück weitergekommen. Wir haben diese Woche die Rohbauarbeiten vergeben. Kostenpunkt 525.000 Euro nur für den Rohbau. Aber da kommt noch einiges dazu. Am Ende des Tages werden wir 3 Millionen dort ausgeben oder investieren für den Kindergarten. Aber wir können schon drauf freuen. Auch da wollen wir möglichst zügig jetzt anfangen. Wie gesagt, die Rohbaufirma Hammer. Jetzt fehlt noch die Baugenehmigung, die ist in den letzten Zügen. Und dann wird auch mit der Kita es in den Start gehen. Dann haben wir schon Petterweil 2 und Petterweil 3 und Petterweil 4 hätten wir auch noch. Ja, heute ist der Petterweiler Tag. Ja. Ja, Spielplatz Riedmüllstraße. Auch das ist ein Thema, was schon seit langem uns beschäftigt, wo schon öfters Fragen kommen. Wann gibt es in Petterweil jetzt mal so einen Leuchtturmspielplatz? Die Planung ist vorgestellt, ist abgeschlossen und der Magistrat hat alle Spielgeräte jetzt bestellt. Ja, die Ausschreibung war erfolgreich. Wir haben sie geordert. Ja, Kostenpunkt 150.000 Euro. Das ist schon mit Montage, ist schon was. Am Ende des Tages wird der Spielplatz über 200.000 Euro kosten. Und es gibt einen schönen Spielplatz, denke ich. Und der hat Potenzial. Baustart dann im Frühjahr, sobald die Geräte da sind. Und ich hoffe, dass wir im Sommer da schon fertig sind und den nutzen können. Dann haben wir auch in Petterweil den
Turm, Spielplatz, wie wir eigentlich in jedem Ortsteil haben wollen. Und dann kommt ja noch Rendel und Kleinkamen dran. Dann sind wir mit allen 7 Ortsteilen durch und haben hoffentlich keinen mehr vergessen. Und dann können wir vorne wieder anfangen. Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, Petterwald, einiges los, aber die anderen Stadtteile werden natürlich auch nicht vergessen. Stimmt. Ich hatte gerade gesagt, Rendel und Kleinkamen warten ja auch auf ihren Spielplatz. Thema Spielplatz, gehen wir mal zu Rendel Kita. Hat mir im Ortsberat ja auch vorgestellt. Die Kita in Rendel ist dringend erneuerungsbedürftig. Ja, wir bereiten gerade die Bauvoranfrage vor, wollen die bis Ende November fertigstellen und dann eben ja, Ende November, Anfang Dezember die Bauvoranfrage im Wetteraukreis einreichen, um letzte Details zu klären und nächstes Jahr die Baugenehmigung zu kriegen und wenn alles gut geht, auch noch im nächsten Jahr zu starten. So ist das ist der Plan, dass wir auch in Rendel weiter vorankommen mit der Kita. Ja, und hast du noch zu Rendel? Nee, Rendel also haben wir... Doch, wir haben die 1250-Jahr-Feier nächstes Jahr. Die 1250, aber, natürlich. Aber da kommen wir nochmal dazu. Das, da wurde mir jetzt schon das Programm zugeschickt. Da ist wirklich, aber das können wir dann, glaube ich, im Dezember, wenn es komplett steht, vielleicht über mit 40, Gast. 40 Veranstaltungen, den Herr Kuger vielleicht mal einladen. Quasi wöchentlich ein Event. Fast, das ist was ganz Neues. Also so eine Feier, nicht an einem Wochenende, sondern das Jahr verteilt, sehr breit. Ja. Schöne Idee, sehr viel Mitwirkende. Freuen wir uns, können wir im Dezember schon mal vormerken. Richtig, da steht Rendel im Mittelpunkt. Ja. Nun haben wir ein Baustellen-Update, aber zum Beispiel noch Okhaben, Bürgerhaus. Ja, springen wir von einem Ortsteil zum anderen. Richtig. Auch das ist so ein Dauerbrenner. Das Bürgerhaus und die Gaststätte. Die Gaststätte ist schon länger leer. Wir haben schon ausgeräumt, alles vorbereitet. Wir müssen ein komplettes Brandschutzgutachten machen. Und wenn man in Deutschland anfängt, mal vor 50 Jahren war das alles etwas einfacher. Wie heißt das heute? Planungsgeschwindigkeit oder Beschleunigungsgesetz und Deutschlandgeschwindigkeit. Ich glaube nicht so ganz dran. Wir sind da viel zu kompliziert geworden. Und deswegen hat man uns auch gesagt, es könnte noch einiges dauern mit der Baugenehmigung. Trotz alledem haben wir gesagt, wir starten jetzt im neuen Jahr mit dem Umbau, machen parallel Brandschutz und wollen die Gaststätte zügig fertigstellen, dass die wenigstens im Sommer endlich mal an den Start gehen kann. Weil die Fragen kommen in Okhaben, ja, haben wir eigentlich keinen Bedarf mehr für eine Gaststätte? Wann kommt da was? Also es geht auch in Okhaben voran. Und jetzt mache ich nochmal Rendel und Okhaben noch einen Schwung, ja, noch einen kleinen Schwung zurück. Wir hatten eben die Feuerwehr Petterwald. Ja. Ja. Auch die Rendeler und die Okhaber hätten gerne ein neues Feuerwehrhaus. Haben wir diese Woche in unserem Immobilienmanagement den Wirtschaftsplan beschlossen. Da kam auch gleich nochmal der Hinweis. Also wir haben dort schon Geld bereitgestellt, um auch dann diese zwei Häuser zu bauen. Petterwald ist im Bau. Burg Gräfenrode haben wir gerade den Bescheid bekommen. Richtig. Ja, müssen wir auch anfangen. Und dann haben wir die zwei noch. Ja. Also wir werden keinen Ortsteil vergessen. Aber deswegen sage ich, es ist sehr viel los. Also 4 Feuerwehrhäuser zu bauen, das wird spannend. Aber wir können nicht alle 4 gleichzeitig bauen. Aber wir haben keinen vergessen und eins nach dem anderen. Und dafür haben wir jetzt ja auch das Baustellen-Update. Genau. Um dann immer bei so... Genau. Das ist ja immer sehr spannend zu sehen, wie so ein Projekt wird ja nicht einfach gestartet und dann angefangen und ist dann erledigt, sondern das geht ja wirklich in der Verwaltung immer sehr kleinteilig, Step by Step. Und auch das können wir dann jetzt ja sehr gut im Baustellen-Update immer spiegeln. Also man weiß jetzt schon, was vielleicht in 27 kommt, obwohl wir erst 23 haben. Der Vorlauf ist enorm. Wir müssen ja für Rendel und Okhaben auch noch Anträge stellen, Zuschussanträge. Das muss dann eingereicht werden, das muss bewilligt werden, dann müssen die Pläne gemacht werden. Also wir haben da schon, Also mir wäre es lieber, das Land würde einfach sagen, die Kommunen kriegen mehr Geld und die sollen selber entscheiden, aber man muss ja für jeden eine Sache im Zuschussantrag stellen. Wir haben für den Kindergarten in Petterwald einen Antrag gestellt, wir haben für das Gerätehaus in Petterwald einen Antrag gestellt, wir haben für das Gerätehaus jetzt in Burg Gräfenrode einen Antrag gestellt und wir werden auch für die anderen einen Antrag stellen. Aber bisher haben wir ja die meisten Sachen dann auch irgendwann ins Ziel gebracht. Ja. So zum Beispiel auch in Kloppenheim. Genau. Wir springen jetzt mal nach Kloppenheim. Barrierefreiheit haben wir ja mitbekommen, ist ja ein Thema mittlerweile. Jetzt kommen wir immer sagen, ja, wieso ist das jetzt ein Thema? Wenn man sagt, was vor 50 Jahren gebaut worden ist oder 40 Jahren, wie das Rathaus zum Beispiel, warum hast du nicht gleich barrierefrei gemacht? Das war vor 40 Jahren noch ein anderes Thema als heute. Heute ist es sehr aktuell. Und gut, jetzt kommen wir zum Friedhof. Der ist noch viel älter in Kloppenheim und er ist eigentlich von Ortsseite nur über Treppenstufen zu erreichen. Und gerade für Ältere ist es kaum möglich, noch diese Treppenstufen zu bewältigen. Deswegen haben wir uns entschlossen. Trifft man ja hin und wieder auf Friedhöfen. Das ist ja auch eher der Fall, dass man, wenn man älter ist, den Friedhof besucht.
Und deswegen haben wir gesagt, wir machen den barrierefrei. Auch da wollen wir im Dezember noch starten und den Friedhofszugang in Kloppenhahn barrierefrei gestalten. Das ist eine größere Baustelle, die wir in zwei Abschnitten machen, aber das kriegen wir noch hin. Auch das machen wir. Sehr gut, sehr gut. Jo. Das war jetzt sehr viel Gebäude, ja, sehr viel mit Stein gemauertem. Ja. Aber nun kommen wir noch zu einem Thema, was wir auch im Baustellen-Update abbilden wollen. Ein wunderschönes Thema, die Nidda-Renaturierung. Genau. Auch die wird weiterentwickelt. Da sind wir. Step by step geht's voran. Wo stehen wir da? Also das heißt mir schön an, die Vorentwürfe sind jetzt fertig. Wir haben die nochmal überarbeitet, hatten noch eine große Sitzung mit allen Beteiligten, auch mit den größeren Grundstückseigentümern wie die Hessische Landgesellschaft, mit dem Planungsbüro, mit dem Wasserverband, mit den anderen Behörden, mit Regierungspräsidenten und Präsidium und so weiter. Die große Runde ist abgeschlossen, jetzt wird noch ein bisschen nachjustiert und dann können wir die Planung vorstellen. Ja, die werden wir im Rahmen der Umweltgespräche im Dezember vorstellen, dem Gremium vorstellen, dann der Öffentlichkeit vorstellen. Und dann werden Anträge gestellt, da sind wir schon beim Thema Anträge wieder mal, einen Fördermittelantrag zu stellen. Und wenn der dann genehmigt ist und die Pläne all durch sind, und dann können wir dann mit dem Bau starten. Und da kommt die Deutschlandgeschwindigkeit wieder raus. Also ich denke mal, dieses Jahr nicht, nächstes Jahr nicht, wenn wir in 25, 26 starten. Aber es kann schön werden, wenn man schon sieht, was wir bisher erreicht haben bei der Renaturierung. Dann kann der Bereich von ASB, Pflegeheim, bis rüber nach Okhaben, ja, richtig schön werden und das kann auch wieder gewinnend sein für unsere Stadt. Also Großprojekt, wir rechnen da 3 bis 4 Millionen Euro, deswegen warten wir auf Fördermittel, weil wir kriegen dann auch sehr viel Zuschuss dafür, weil es ja auch hoch gefördert wird. Auf jeden Fall, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf, das ist ja auch einfach ein Zugewinn für alle und das hat man ja, wie du schon sagtest, durch die bisher schon renaturierten Bereiche definitiv erlebt. Wenn wir schon beim Grün sind, jetzt grätsch nochmal ein. Ich habe ganz aktuelle Neuigkeiten zu unserem Nanny-Projekt. Also er hat ja ein paar Bäume auch von der Baumschule in Norddeutschland geschenkt bekommen. Die werden wir jetzt auch demnächst hier runterbekommen. Die Ackerfläche soll jetzt durchgemulcht werden, vorbereitet werden. Für die Stufe 1 macht das eine Fachfirma. Die setzt die ersten 6.000, 7.000 Bäume. Ja, das macht eine Fachfirma, der wird eingezäunt. Und im Frühjahr, im März, Anfang März, wird dann eine öffentliche Veranstaltung stattfinden, wo die gespendet haben und die das Projekt unterstützen wollen, tatkräftig die Schippe in die Hand nehmen können. Da werden wir Lenny nochmal hierher bitten und dann werden wir das auf jeden Fall gebührend würdigen. Und er hat bisher tolle Arbeit geleistet. Deswegen haben wir die Woche Post bekommen oder eine Nachricht aus Norddeutschland. Norddeutschland, tatsächlich. Stadtverwaltung oder eine Partei aus Norddeutschland möchte von uns Informationen haben, wie das denn vonstatten ging, um sich daran orientieren zu können, um das im Idealfall nachzumachen. Mhm. Auch da werden wir noch Norddeutschland mit Infos füttern. Ist doch schön. Hatte Lenny dann noch hier was bewirkt? Er hat ja an deutschlandweit eine Ausstrahlung. Auf jeden Fall. Das ist eine tolle Sache. Wurde ja medial auch von vielen Sendern und so begleitet. Ja. Bevor wir zum Ende des Baustellen-Updates kommen, können wir eine Frage schon mal direkt mitnehmen, die live gestellt wurde. Ja. Zum ersten Punkt. Nachrücker-Baugebiet Petterweil. Da werden wir gefragt, wie viele Bauplätze denn übrig geblieben sind für Nachrücker. Also es haben noch nicht alle unterschrieben, die beim ersten Mal gezogen sind. Es sind noch 2, 3, die so ein bisschen noch überlegen. Mhm. Sagen wir so 8 bis 9 werden wir wahrscheinlich jetzt im zweiten Zug vergeben können. Ach. Das ist so eine grobe Hausnummer. Ja, das heißt, deswegen können wir einige von der Nachrückerliste bedienen. Und das wollen wir auch zügig machen. Sehr gut. Das war das Baustellen-Update. Und wir sind aber weiterhin im Newsflash unterwegs. Mit einem Thema, das für Menschen aus unter anderem meiner Generation irgendwie gar nicht mehr so präsent ist. Du weißt gar nicht, was Sirenen sind. Ich weiß schon, was sie sind. Ich habe sie jetzt nie irgendwie in meinem Alltag integriert erlebt. Das war ja auch politisch so gewollt. Nach Ende des Kalten Krieges gab es nicht mehr so viel Bedarf für Sirenen in Deutschland. Jetzt hat man sich, gab es schon in den letzten Jahren ein Umdenken, dass doch auch die klassische Sirene auf einem Dach in der Stadt doch auch wieder ein Teil der Warn- und Informationsinfrastruktur werden soll. Und dem tragen wir jetzt natürlich auch in Karben Rechnung. Ja. Spätestens im Ahrtal hat man gemerkt, also mit Handynetz und so weiter und Alarmierung, kann auch schief gehen. Ja. Und da kann eine Sirene manchmal auch Leben retten.
Und deswegen hat mir nochmal, gibt es ein Förderprogramm, sind wir beim Programm Fördern, ja, es gibt Förderprogramm für Sirenen. Und wir haben jetzt eine neue Sirene, die aufs Dach vom Bürgerzentrum kommt. Wir werden alle Sirenen elektronisch nachjustieren und nachrüsten, dass die automatisch gesteuert werden können, dass wir also im Bedarfsfalle auch zentral alarmieren können. Sogar nicht nur zentral von der Karbener Feuerwehr aus, sondern von Friedberg aus. Sogar. Friedberg vom Kreis, ja. Der Einsatzstelle, Leitstelle. Mhm. Genau, und vor allem auf Facebook kann man das sehen auf dem Bild, das ist jetzt nur ein Symbolbild, wie so ein neuer Sirenentyp aussehen kann. Kann auch ein bisschen kleiner aussehen, aber das ist dann nicht mehr dieser Pilz, sondern eher sowas Trötenartiges. Die sollen sogar in der Lage sein, habe ich mir erklären lassen, auch für Durchsagen. Und die können dann noch viel mehr. Wir haben auch auf Facebook, das sieht man jetzt schön, und dann später natürlich auch auf YouTube nochmal diese Visualisierung von den verschiedenen Sirenentönen. Für was ist welcher Ton eigentlich da? Richtig, richtig. Und wann muss man sich Gedanken machen? Genau, also zum Beispiel, dass der einminütige Heulton, der zweimal unterbrochen ist, ist dann die Alarmierung für Feuerwehr und Rettungskräfte, was aber nur im Notfall wirklich eine Großlage passiert. Für gewöhnlich wird die Feuerwehr ja anders alarmiert. Und der einminütige auf- und abschwellende Heulton, das ist dann für besondere Gefahrenlagen, Warnung der Bevölkerung. Und wenn man das hört, sollte man das Radio einschalten oder sich irgendwie so aufstellen, dass man informiert werden kann. Erstmal wach werden, das ist schon erstmal ganz, wach werden. Ganz wichtig, weil richtig. Wenn sowas im Schlaf passiert, das ist eine große Schadenslage, dann ist schon mal gut, wenn man hellwach ist. Ja. Jo. Sirenen. Genau. Das passiert jetzt vom 21.11., vom 17.11. bis 21.11. Da werden dann die Fernauslöser eingebaut und die zwei neuen in Petterweil und auf dem Rathaus. Gut. Sehr gut. Nächstes Thema. Auch ein Dauerbrenner-Thema, aber wir werden auch nicht müde, dafür Werbung zu machen, denn Carsharing. Wir haben das Auto am Rathaus haben wir jetzt umgeparkt. Da hatten doch ein paar Vögel in den Bäumen. Waren nicht auf Seiten des Carsharing-Projektes. Richtig, die waren nicht so werbewirksam eingestellt, wie wir das gerne gehabt hätten. Deswegen haben wir das Auto jetzt umgeparkt. Es ist jetzt immer sauber und strahlend weiß zu sharen. Das heißt, wir haben einen Standort gefunden, wo kein Baum drüber ist. Richtig. Und der ist direkt vorm Rathauseingang. Ja. Und wir haben hier nicht nur am Rathaus das Carsharing, wir haben es ja an 8 verschiedenen Stellen. Richtig, in jeder Stadtteil, in ganz Karben. Ja. Und die Liste, wo kann man die finden, wenn man jetzt nicht zuhören möchte und sich aufschreiben möchte, kann man die? Alles auf der Homepage. Auf der Homepage. karben.de/carsharing. Da gibt es dann natürlich auch nochmal die Kontakte zu unseren Kolleginnen und Kollegen, Herr Böing und Frau Graf, die da anzusprechen sind, wenn man eben so eine Karte haben möchte. Und dann ist auf jeden Fall also auch mathematisch durchaus attraktiv, um einen Zweitwagen zu ersetzen. Ja. Wenn man nur einmal die Woche irgendwie einkaufen muss oder mal wieder hier und dahin, dann ist das doch sehr, sehr ansprechend. Deswegen auch da herzliche Einladung, sich nochmal mit dem umfangreichen Carsharing-Angebot in Karben zu befassen. Das war soweit der Newsflash. Wir haben in dem Punkt keine Fragen. Wir kommen natürlich später noch zur Rubrik mit den Fragen. Aber jetzt wird es weihnachtlich. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Wo hier ist denn deine Zettelmütze? Hier ist das Thema des Tages. Machst du jetzt den Weihnachtsmann? Jetzt mache ich den Weihnachtsmann. Das Thema des Tages ist wenig überraschend der Weihnachtsmarkt, den wir hier nochmal bewerben und ankündigen wollen. Denn auch in diesem Jahr findet natürlich wieder ein Weihnachtsmarkt in Karben statt. Und die Planungen nehmen jetzt auf der Zielgerade nochmal richtig, richtig Schwung auf. Mhm. Denn wir haben ja eine neue Kollegin, jawohl, die Frau Kraumann, die Stelle für die Marktmeisterin für Karben jetzt ist, die Sachbearbeitung Märkte, wie sich die Stelle formal nennt, nun übernommen hat und demnach auch Marktmeisterin beim Weihnachtsmarkt sein wird, worüber wir uns sehr, 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 sehr freuen. Mhm. Und jetzt aber schon mal vorstellen wollen, was
wir jetzt schon sagen können, es kann natürlich bei so einem Fest solcher Größe gibt es natürlich immer noch mal Änderungen hier und da. Das sei jetzt schon mal vorweggestellt. Alle aktuellen Infos gibt es dann auch immer auf der Homepage der Stadt Karben. Und genau, der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erstmals an 3 Tagen. Ja. Vergangenes Jahr kam das freitägliche Eröffnungskonzert so gut an, dass wir gesagt haben, dann können wir doch einfach den Markt schon eröffnen. Es gab den Wunsch von einigen Standbetreibern, wenn wir schon Freitag aufbauen, warum machen wir dann noch die 2-3 Stunden hinten dran? Genau. Weil wir sind schon hier, dann machen wir auf und feiern gleich ein bisschen und das Konzert noch dazu. Also von daher kann es dieses Jahr freitagsabends losgehen um 18 Uhr. Richtig, wir können direkt mal ins Programm reingucken. Mhm. Dominik singt zur Eröffnung. Nein, Bürgermeister singt. Zur Eröffnung. Oder okay, wir lassen lieber die Kinder. Wir lassen die Kinder singen. Und zwar 18 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Guido Rahn gemeinsam mit dem Kinderchor Zauberklang. Das wird die Eröffnung und dann, wie im vergangenen Jahr auch schon, um 19 Uhr startet dann diesmal das Pro Musica Weihnachtskonzert. Die singenden Herren aus Rendl sind auch noch dabei mit und Carbon Brass. Carbon Brass, wer ist Carbon Brass? Musst du erklären. Ich freue mich auch sehr, die kennenzulernen. Ah, das weißt du noch nicht. Die hatte ich bisher vielleicht schon mal unwissentlich kennengelernt, aber ich bin sehr neugierig darauf, auch Carbon Brass dann live zu erleben. Und das wird der Auftakt am Freitag und von 18 bis 22 Uhr sind da natürlich auch dann schon die Hütten rund ums Rathaus. Vielleicht nicht alle, aber die allermeisten. Die allermeisten mehr mitmachen. Richtig. Und dann geht es natürlich am Samstag weiter um 14 Uhr. Da können wir jetzt schon mal ins Programm gucken. Nicole Mick wird da wunderschön Saxophonmusik präsentieren, während das Markttreiben wieder Fahrt aufnimmt und man das reichhaltige Angebot an den verschiedenen Bütchen. Diese Seniorenveranstaltung, wann fängt die an? Um 15 Uhr. Ja. Der traditionelle Seniorennachmittag um 15 Uhr im Gemeindesaal. Gemeindesaal? Naja, ich dachte eher im Bürgerzentrum. Gemeindesaal hört sich so nach Kirche an. Ja, aber es ist auch ein Saal. Ja, nicht, dass wir Leute irritieren. Also im Bürgerzentrum, im großen Saal des Bürgerzentrums. Richtig, ja. Genau. Stellen wir dieses Wording klar. Im großen Saal des Bürgerzentrums. Genau. Der Seniorennachmittag ist ja auch immer mehr als 200, 250 Senioren anwesend. Ja. Kleines Programm. Lecker Kuchen. Lecker Kuchen, Kaffee. Weihnachtliches Programm. Genau. Auftritte. Diverse. Also und Stadt Karben finanziert. Sehr gerne. Ja. Parallel. Während im Saal Seniorennachmittag ist, ist für die Kinder draußen ganz, ganz großes Abenteuer angesagt. Der Weihnachtsmann kommt. Wer ist der Weihnachtsmann? Ja, wer ist der Weihnachtsmann? Das verraten wir jetzt nicht. Das Geheim. Aber er kommt. Der Weihnachtsmann ist der Weihnachtsmann. Ab wie viel Uhr? 15 Uhr. 15, also zeitgleich mit den Senioren. Senioren drin und genau. Die Kinder gehen dann raus zum Weihnachtsmann. Zum Weihnachtsmann. Und der ist 2 Stunden so circa. Der wird nicht weggehen, ehe nicht jedes Kind einen kleinen Schokohasen bekommen hat. Schokohase, ich glaube, du bist der Zeit voraus. Oder hänge hinterher. Ja. Man weiß es nicht. So, was haben wir denn noch? Achso, und dann wird es natürlich stimmungsvoll. Um 17 Uhr gemeinsames Singen mit Herzgold, anschließend Herzgold-Konzert und dann DJ New Hiller. Aber in davor gibt es X-Miss Edition. Ich hoffe, die singen Weihnachtslieder, oder? Beim gemeinsamen Singen? Ja. Beim gemeinsamen Singen singen alle. Ja, also, Bass singen. Also, Weihnachtslieder, das ist ja ein Weihnachtsmarkt. Letztes Jahr gab es ja Standbetreiber, die haben so eher so Malle-Musik gespielt. Nee. Das wird dieses Jahr nicht passieren. Wir sind da ganz, ganz weihnachtlich unterwegs. Und genau, aber weihnachtlich kann ja trotzdem stimmungsvoll sein, deswegen ist am Abend dann auch mit Herzgold und dann eben unserem Weihnachts-DJ kann man dann auch doch entspannt haben wir eigentlich so einen feiern. Standplan mal vorbereitet? Den schauen wir, können wir uns gleich anschauen, wenn wir durchs Programm durch sind, weil wir sind ja jetzt den Sonntag, wollen wir ja auch nicht vergessen. Auch da geht es um 12 Uhr los mit weihnachtlicher Musik. Kinderschminken ist diesmal neu ins Programm dazugekommen um 13 Uhr. Und um 15 Uhr das Kindertheater. Oh, was gibt es denn dieses Jahr? Schneewittchen. Oh. Ja. Hast du schon ein Ticket? Ich habe noch kein Ticket, aber ich kann mir sofort morgens eins holen. Wo kann man die holen? Am Empfang. Am Empfang, aber nur am Empfang? Am Rathausempfang. Also ausschließlich nur am Rathausempfang kostet? 5 Euro. 5 Euro? Richtig. So für Kinder ab
4 Jahre ist und das Theaterstück. Kinder, die drunter empfohlen, sind, die gehen so mit die durch. Die kann man so mitnehmen. Nimmt man so mit durch. Also wenn man ein kleineres Kind hat, jüngeres Geschwisterkind. Genau, da sehen wir auch nochmal das Plakat Schneewittchen genau. und die 7 Zwerge am Sonntag um 15 Uhr. Was gibt es denn so an Highlights, wenn wir schon beim Herzmarkt sind, außer jetzt Musik, Singen und Schneewittchen? Was wir ja im vergangenen Jahr definitiv schmerzlich vermisst haben und deswegen alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, damit es das dieses Jahr wieder gibt, ist das Kinderkarussell. Das kommt? Das ist da. Das wird da sein. Zugesagt hat er? Ja, auf jeden Fall. Und die beliebte Eisstockbahn, die im vergangenen Jahr schon für ordentlich Competition gesorgt hat, ist natürlich auch wieder da. Es gibt einen Bastelstand und wie erwähnt Besuch vom Weihnachtsmann. Kommt der Sonntag auch noch? Nein, der kommt nur Samstag. Der kommt samstags. Ja. Der Weihnachtsmann, Guido, der hat viel zu tun. Mhm. Der muss bis Weihnachten die ganze Welt abgeklappert haben. Da kann er nicht ewig in Karben bleiben, so gerne wir das hätten. Aber genau. Aber am nächsten Tag sind ja dann die Kinder auch alle prächtig geschminkt im Kindertheater. Genau. Das passt doch. Richtig. Erst schminken, dann ins Theater gehen. Genau. Und dann gibt es am Ende auch nochmal einen musikalischen Ausklang. Dann ab 17 Uhr bis 20 Uhr ist sonntags der Weihnachtsmarkt geöffnet. Und du hast es schon angesprochen, wir wollen mal auf den Standplan gucken. An der Stelle kann ich schon mal erwähnen, für alle, die einen Stand betreiben bei dem diesjährigen Weihnachtsmarkt, die sind herzlich eingeladen, morgen um 20 Uhr ins Rathaus zu kommen. Da ist nochmal die interne Infoveranstaltung für alle Vereinspersonen, die oder sonstige Menschen, die da einen Stand für uns schmeißen. Da gibt es dann nochmal alle Infos, damit dann auch jeder bestens informiert ist. Aber wir können schon mal draufschauen und wir sehen die Neuerung, die wir uns für dieses Jahr überlegt haben, dass es dass wir den Weihnachtsmarkt erweitert haben, jetzt nicht mehr nur auf der idyllischen Rathausterrasse, sondern wir ziehen das einmal ums Haus rum und integrieren vorne den Parkplatz, wo ja auch wieder der große Weihnachtsbaum stehen wird, integrieren wir in den Weihnachtsmarkt. Vorne auf dem Parkplatz ist dann unter anderem die Eisstockbahn und das Karussell und die Hütten verteilen sich. Wo haben wir das Karussell stehen? Die Eisstockbahn ist auf dem Parkplatz und das Karussell ist davor. Ist ein kleineres Karussell. Ja, für die Kinder. Es hat ein Kinderkarussell. Es hat eine angemessene Karussellgröße, also, ja. würde ich sagen. Und wen haben wir denn vorne platziert? Vorne. Den Abi-Jahrgang wahrscheinlich zur Eisstockbahn. Der Abi-Jahrgang ist an der Eisstockbahn. Also Abi-Jahrgang ist dann zwischen Kinderkarussell und Eisstockbahn. Der Abi-Jahrgang kümmert sich auch um die Eisstockbahn. Also das heißt, mit jedem Match, das man dort spielt, unterstützt man auch die Abi-Kasse des Abi-Jahrgangs. Dich heraus zum Duell. Ja. Dann bin ich schon mal gespannt. Ich habe ja im vergangenen Jahr haben wir ja auch, Eva Meyer und ich, als Organisationsduo auch ein Duell uns gegönnt. Und warum erwähne ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe schmachvoll verloren. Ja. Richtig. Aber wenn man dann verloren hat, dann ist es gar kein Problem. Man kann direkt gegenüber, kann man dann zum Zuckerwarestand gehen und sich in gebrannten Mandeln ertränken. Oder was bietet der Abi-Jahrgang an? Kuchen. Beim Abi-Jahrgang gibt es lecker Kuchen. Nur Kuchen. Dazu. Nichts zu trinken. Ein bisschen trocken. Zu trinken gibt es, wenn du trinken willst, dann kannst du zum Beispiel hier direkt zum Stand 25 gehen. Ach, auf meinem Parkplatz. Auf deinem Parkplatz steht zum Beispiel der FC Rendl. Und da findest du auf jeden Fall was zu trinken. Mhm. Da findest du dann nicht dein Auto, also hast du dann aber was zu trinken. Den FC Rendl, wo hast du den FC Karben? Hast du dann wahrscheinlich auch da vorne platziert. Der FC Karben, das ist die Nummer 23, ist gegenüber. Direkt gegenüber. Also da, wo sonst immer du parkst, wird an diesem Wochenende definitiv niemand verdursten. Mhm. Da sind wir uns sicher. Genau, wir haben dann einen leckeren Cocktailstand, ist geplant. Wir haben, natürlich gibt es lecker Bratwurst von Lauenburger oder natürlich Bauer Lenz, Wildschweinbratwurst haben wir hier im Angebot. Wir haben Krebs, Waffeln, natürlich, aber nicht nur zu essen, auch das ist natürlich wichtig bei einem Weihnachtsmarkt. Genau. Es soll ja auch handwerklich, genau. Dass man durchaus auch die Chance hat, noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk abzustauben. Sehe ich hier gerade Stoffkunst, Holzhandwerk, Schmuck. Was gibt es denn noch an Da können nicht. Wir dann in den Innenraum gehen, denn auch im Foyer wird wieder ein kleiner Kunsthandwerksmarkt sein. Und da gibt es dann wirklich sehr, sehr viele. Da gibt es Kunst,
Da gibt es ja, Schmuck und allerlei liebevoll handwerklich angefertigtes im Innenraum. Da kann man sich dann auf jeden Fall auch mal, kann sich ein bisschen aufwärmen und wirklich liebevolle Kleinigkeiten dann angucken. Das ist also auch eine herzliche Einladung, nicht nur ums Rathaus rum zu rennen, sondern dann auch mal ins Foyer zu gehen. Ja, das war jetzt soweit einmal das, was wir zum Weihnachtsmarkt bisher zu sagen haben. Wie gesagt, es kann natürlich bei so einer Orga immer passieren, dass sich noch was ändert, dass dann nochmal jemand abspringt oder neu dazukommt oder das. Aber die, das, so die Dekostände sind da, also Weihnachtsdeko gibt es auch, selbstgefertigt. Ja, ja. Ja, bist du noch auf der Suche? Muss dein Zuhause noch geschmückt werden? Was es so an Ständen gibt, außer Essen und Trinken. Das ist immer so das Problem. Essenstände hat mir immer sehr viele Stände und ja. Wobei es uns vergangenes Jahr durchaus dann irgendwie an Bratwurst gemangelt hat. Also deswegen auch da haben wir nachgerüstet. Wir haben ja in vielen Punkten nachgerüstet. Wir haben auch, auch da nochmal großen Dank an unsere Behindertenbeauftragte Frau Polz, die ja da auch nochmal mit uns den ganzen Plan begutachtet hat. Da haben wir extra nochmal so eine Bordsteinkante hinten abgesenkt, mit dem Strommenschen auch nochmal das Konzept wirklich verfeinert, damit ja, die Dinge, bei denen es im vergangenen Jahr ein wenig gehakt hat, haben jetzt dann verbessert sind und wirklich 3 Tage beziehungsweise 2,5 wunderbar weihnachtlich rund ums Rathaus gefeiert werden. Das heißt, du hast aber auch für die Deko gesorgt. Haben wir noch ein bisschen mehr Lametta? Ich meine so Kugeln, Deko. Das auf jeden Fall. Das Lob geht nicht an mich. Das war wieder mit Eva Meyer, die ja auch wieder in der Orga mit dabei war. Sie hat sich um die Anschaffung von weiteren Illuminationen gekümmert. Also auch da wird es rundum idyllisch. Ja, und da freuen wir uns sehr und sind alle herzlich eingeladen, zum Weihnachtsmarkt zu kommen, vom 8. bis zum 10. Sehr gut. Das war der Weihnachtsmarkt. Das war das Thema des Tages. Und jetzt damit können wir jetzt nahtlos zu dem Punkt kommen, weswegen wir alle hier sind. Zu den Fragen. Wo sind die Fragen? Da sind wir wieder. Los. Da sind wir wieder. Wir haben schon rege Fragen im Vorfeld eingereicht bekommen. Ich muss hier gerade noch mal schauen. Hier wird auf Instagram was gestellt, was aber keine Frage ist. Deswegen so ein Kommentar. Ja. Gut. Also bitte das doch mal gegebenenfalls als Frage formulieren. Dann wissen wir auch, was wir antworten sollen. Aber wir können mal schon die Fragen beantworten, die uns im Vorfeld gestellt wurden. Auch darüber freuen wir uns ja immer sehr, weil wir uns da sogar drauf vorbereiten. Das ist das Schöne daran. Richtig. Wobei, nichtsdestotrotz steigen wir jetzt mit einer Frage ein, die wir nicht beantworten können. Und zwar wurden wir gefragt zu den Windrädern bei Kloppenheim. Da hat ein Fragesteller beobachtet, dass sich eins der Windräder wohl häufiger nicht dreht, während die Nachbarwindräder rege Runden drehen, und gefragt, woran das denn liegt. Und da muss man jetzt natürlich sagen, das sind nicht unsere Windräder, deswegen haben wir da jetzt nicht unmittelbar Kenntnis drüber. Genau. Also man denkt immer, die Stadt weiß immer alles. Diese 4 Windräder gehören nicht der Stadt. 2 davon gehören der Mainova. Jetzt kann man spekulieren, warum das eine sich nicht dreht, ob das einen Defekt hat. Wir können auch bei der Mainova mal nachhaken. Aber wie gesagt, ad hoc hast du ja recherchiert und innerhalb der kurzen Zeit leider keine finale Antwort. Genau, also wenn wir spekulieren müssten, dann würden wir wahrscheinlich sagen, dass da wahrscheinlich einfach mal was spontan repariert werden muss. Ist ja auch viel Technik drin. Aber das können wir nochmal nachfragen. Aber so gesehen ist das jetzt erstmal kein besorgniserregender Zustand. Auch das kann mal sein, dass dann mit einem Windrad mal eine Wartung oder was auch immer passieren muss. Die werden ohnehin demnächst, also nächsten Jahre, ausgetauscht. Die Standorte werden verlagert, ein bisschen weiter weg vom Kaben. Und da werden wir noch berichten drüber. Auf jeden Fall.
Dann eine Frage, die uns direkt auf Instagram gestellt wurde, die sehr spannend ist, weil sie würde auch dich betreffen. Ja, dann erzähl mal. Wann denn ein Kreisel da an der Kreuzung Bürgerzentrum gebaut werden soll? Oh, das ist eine ganz tolle Frage. Ja, die wurde jetzt gerade gestellt. Ja. Ist denn da ein Kreisel geplant? Wir haben ein Kreiselkonzept, das ist schon einige Jahre alt. Da hieß es, wir bauen 4 Kreisel, nicht nur Luisenthaler Straße. Da kam ja der erste Kreisel hin. Ja. Wir wollten noch die Gehspitze abräumen, wir wollten ein Rathaus abräumen und dann an der Brunnenstraße, dass man dann ohne Ampel fahren kann. Der Hessenmobil hat gesagt, wir können das gerne bauen, ist eine Landesstraße, aber wir zahlen das alles. Und die Begeisterung hält sich da in Grenzen. Deswegen haben wir gesagt, wir werden das erstmal nicht nach oben schieben, weil ich hatte vorhin gesagt, was wir an anderen Prioritäten haben. Wir werden gerne mal vielleicht im Januar auch mal vorstellen, für was wir unser Geld ausgeben. So ein Kreisel kostet mittlerweile innerstädtisch 700.000-800.000 Euro. Wenn ich den ohne Fördermittel bauen muss, bei 3 oder 4 Kreiseln, wir gehen in die Millionen. Mhm. Ja. Kreisel haben natürlich einen riesen Vorteil. Ja. So eine Ampelanlage, da stehst du abends auf der Hauptstrecke, es ist rot und von links und rechts kommt keiner. Ja. Das ist eigentlich ein Vorteil mit Kreisel. Aber von der Priorisierung haben wir zurzeit gesagt, müssen wir erstmal zum Beispiel Feuerwehrhäuser. Das hat eine ganz andere Priorität. Kindergärten, Feuerwehrhäuser, das sind so Pflichtaufgaben und natürlich auch der Glasfaserausbau, Bürgersteige sanieren, Sanierung der Straßen. Und dann gehen wir natürlich auch in die Kreisel. Das ist jetzt nicht vergessen, aber wir müssen auch mal sagen, wir können nicht alles gleichzeitig, weil wir haben noch eine schöne Frage zur Grundsteuer nachher. Das Richtig. Können wir dann gerne mal dann einfließen lassen. Das heißt, die Kreiselgeschichte ist vorbereitet. Weiterhin auf dem Stapel Ideen, genau. Ja. Sozusagen. Ja. Okay, sehr gut. Und dann, wir nehmen mal direkt die Fragen mit, die live gestellt werden, weil da sitzen Menschen jetzt vor dem Bildschirm und sind ganz sehnsüchtig, dass wir die beantworten. Auf Facebook wurden wir gefragt, zu den Lampen am Friedhof in Okhaben, wann werden die eingeschaltet? Das kann nur noch einige Tage dauern, die sind ja montiert worden, ganz frisch. Solarlampen, ja, da gibt es noch wohl technische Probleme. Hm. Ist immer so eine Frage, sage ich jetzt in 3 Tagen, ja, dann heißt es, da ist schon nach 3 Tagen kommt die Rückfrage, warum brennen sie nicht? Ja. Wir können ja mit den Lampen, das ist immer so eine Frage, wie antworten wir? Wir haben auch eine andere Frage, die kann ich ja vorziehen. Genau. Mit dem Radweg von Petterweil zum BW rüber, wann die Lampen kommen. Ja, da sind die alten Lampen abgeräumt worden, jetzt sind neue bestellt worden, die sind wegen Lieferschwierigkeiten nicht verfügbar zurzeit. Ja, dann hast du nicht ein Problem. Ja. Dann werden die alten wieder hingestellt. Ja. Genau, das soll jetzt demnächst passieren. Ist in unserem schönen Land nicht immer so einfach zu sagen, ja, jetzt stehen sie, warum gehen die nicht? Ja. Aber wir wissen das und werden das umgehend klären, das Problem. Ich bin nicht der erste Fragesteller, der es jetzt gefragt hat. Und ja. Sobald wir es wissen, werden wir es auch mitteilen. Genau. Ortsvorsteher hat schon nachgefragt. Stefan Ortsvorsteher, beide haben schon nachgefragt. Der Wollny, der Schulze, beide haben schon nachgefragt, wann es losgeht. Die Lampen werden kommen in Okhaben und wie gesagt in Petterweil, da an der B3, da werden dann jetzt erstmal wieder ad hoc Ende der Woche die alten Lampen wieder reingeschraubt, ja. Bis die neuen dann endlich geliefert werden. Diese Fragen haben wir nun live beantwortet. Und eine hatten wir noch auf Instagram. Wann ist Baubeginn im Bindweidgraben? Nein, dachte das nicht. Baubeginn. Wann bewerbt man sich, oder? Oder ist das jetzt? Bindweidgraben. Bindweidgraben? Also ist ad hoc eine Frage. Genau, oder? Genau. Dann haben wir nämlich 2 Fragen. Einmal, wo kann man sich bewerben für das Baugebiet? Die Frage ist mal schon gestellt worden, gestern oder vorgestern. Und Baubeginn Bindweidgraben, da geht es ja erstmal nur um das Objekt alten Tagespflege für die Senioren, Mütterzentrum, Mini-Kindergarten und einen offenen Treff für Senioren, für die ganze Bevölkerung. Da ist der Bebauungsplan gerade im Werden. Der wird offengelegt, dann kann jeder seine Widersprüche einlegen, dann wir sind in unserem schönen Land immer so schön unterwegs. Gehen wir davon aus, dass der Bebauungsplan innerhalb eines Jahres genehmigt würde, dann könnten wir, wenn alles gut geht, Ende nächsten Jahres starten. Aber das ist schon mit allen Weh und Wollen. Ja, das würde ich nicht unbedingt zusagen wollen, weil da ist man immer so ein bisschen drauf angewiesen. Aber wir sind da auf ziemlich weit gekommen. ASB stehen wir in Gesprächen, die würden die alten Tagespflege machen für die Senioren. Senioren-Tagespflege heißt die Senioren, die halt nicht alleine zu Hause bleiben können und aber noch nicht den Weg
ins Seniorenheim finden sollen oder wollen, die kann da tagsüber im Prinzip dort betreut werden von Fachkräften. Und im Minikindergarten gibt es ja schon in Burggräfenrode, den würden wir gerne etwas mehr Fläche geben und ein bisschen optimieren, vielleicht noch ein bisschen ausbauen, mal schauen. Da gibt es auch schon Gespräche dazu. Also, wie gesagt, 1 bis 1,5 Jahre. Und dann kann man sich auch bewerben. Das sind ja 2 Sachen. Das eine ist das Bauen für dieses Objekt, was wir bauen. Ja. Ja, und dann das andere ist die Bauplätze, die zu verkaufen sind. Die kommen als zweites dann. Ja, wir machen das, aber wir sind aber erstmal nur mit dem ersten Projekt gestartet. Also brauchen beide Personen, die Frage gestellt haben, noch ein wenig Geduld. Sein der andere wollte wissen, wann vorne das fürs Mütze kommt, der Seniorentagespflege kommt. Deswegen ist das. Deswegen hat beides erwähnt. Sehr gut. Dann, wir bleiben direkt bei den live gestellten Fragen. Die eine Aussage, die getätigt wurde, wurde jetzt um eine Frage ergänzt. Und zwar erzählt der Fragesteller, dass er seit 4 Jahren in Kaben und seit insgesamt 11 Jahren in Deutschland lebt und Einbürgerung beantragt hat und fragt, ob wir die Einbürgerung beschleunigen könnten. Das ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Frage hier für diesen Livestream. Muss man dann bilateral mal klären. Ja. Genau, wir haben ja jetzt die Kontaktdaten wahrscheinlich. Na, ja. Genau, auf Instagram bitte einfach nochmal eine direkte Nachricht an den Kanal schreiben, damit wir dann das wirklich bilateral klären können. Genau. Und da persönlich mit Ihnen nochmal Kontakt auflegen können, weil sowas, das können wir jetzt ja nicht hier irgendwie allgemeingültig im Livestream. Jeder Fall ist anders und Einbürgerung, ja, auch wenn es schneller gehen soll, ist nicht ganz so einfach und trivial. Sehr gut. Und dann eine Frage. Da können wir jetzt ein bisschen spekulieren. Ach so, na, da wurde sie doch zum Glück noch zu Ende formuliert. Wann ist der Kunstrasenplatz an der Waldhol wieder bespielbar? Wir haben am Kunstrasenplatz an der Waldhol das Granulat austauschen müssen. Das hat verklebt. Es war ja, wenn es im Sommer heiß geworden ist, hat es sich festgesetzt an den Schuhen. Außerdem ist es ja gut, dass das Mikroplastik da rauskommt. Das heißt, wir haben das komplett rausmachen müssen. Das hat sich verzögert. Wenn es zu heiß ist, kriege ich das Zeug nicht raus. Also mussten wir warten, bis die Temperaturen abgesunken sind. Dürfte jetzt der Fall sein. Haben wir alle rausgenommen. So. Und dann müssen einige Nähte verschweißt werden, weil es sind einige Reparaturarbeiten fällig. Mhm. Ja. Die kann ich aber nicht machen, wenn es jetzt schüttet, wie am Stück. Und das ist das Problem. Ja. Wenn das Wetter, eigentlich sollte ich schon fertig sein. Ja, eigentlich hätten schon ruckzuck gemacht werden können. Jetzt weiß ich noch gar nicht, ob sie es jetzt gemacht haben die Woche, aber so wie das Wetter ist, ist es so eine kritische Sache. Ja. Mhm. Also wir hängen da vom Wetter ab. Ja. Und dann kann er eigentlich, wie gesagt, er sollte schon fertig sein, wenn er jetzt fertig wäre. Sobald wir mal ein paar Tage trocken haben, dann kann das gemacht werden. Ah, sehr schön. Ansonsten hält es nicht. Sehr schön. Der wird dann, wie war das, der wird dann mit so Sand, dann, oder Sand verfüllt? Ist, der müsste schon drin sein, also es müsste eigentlich alles schon fertig sein. Okay. Und jetzt geht es ja nur darum, diese Nähte hat man mir erklärt, da sind wohl Risse drin und da müssten noch Verklebungen stattfinden. Aber auch das sollte dann doch... Das ist eine Frage von, auch da, Tagen. Tagen. Vom Wetter. Sehr gut. Dann kommen wir wieder zu Fragen, die im Vorfeld gestellt wurden. Eine Frage, die auch uns im Rathaus betrifft. Wir haben da ja gerne mal längere Schlangen und Termindruck im Stadtpunkt. Ja. Und häufiger wird ja von der Möglichkeit geredet, für Personalausweise auch einfach Abholautomaten zu machen. Mhm. Und da ist jetzt auch die Frage, wird es das auch bei uns geben? Da gab es ja auch schon mal einen Antrag im Stadtparlament dazu, sowas zu prüfen. Das haben wir auch schon geprüft. Der damalige Leiter vom Stadtpunkt, der Taskiran, hat das bei anderen Kommunen, die es schon gemacht haben, mal nachgefragt, wie sie zufrieden sind. Er hat da negative Erfahrungen mitgeteilt bekommen, dass wir davon Abstand genommen haben. Wir kennen das Problem, was wir eigentlich machen wollen, wir wollen den Empfang umbauen. Ja, am Empfang hat zurzeit nur eine einzige Person in diesem kleinen Glaskästchen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen den großzügig umbauen, dass da 2 Leute sitzen können nebeneinander. Mhm. Das ist am Empfang so Sachen wie einen Ausweis abholen, dass man gar nicht einen Termin braucht und einfach da hingeht, holt sich einen Ausweis ab, wenn es fertig ist und nicht mehr. Und das ist eigentlich unser Ziel. Ja. Und da sehen wir auch wieder, jetzt kann ich wieder sagen, Brandschutz, Gutachten für das ganze Rathaus zu machen, wenn der Eingang umgebaut wird. Und auch da hat der TÜV ein Gutachten gemacht, das vom Wetteraukreis dann nicht akzeptiert worden ist, das dann nachzubessern ist. Also wir arbeiten uns sehr schön in Deutschland an allen Sachen ab. Ja. Und
Wenn es nach mir ging, hätten wir das Ding schon längst umgebaut. Aber wir dürfen noch nicht. Aber das Ziel ist, dass jeder Bescheid weiß, wir haben das Ziel, ja, dass da vorne ein moderner Empfangsschalter entsteht mit einer ja, schönen Besetzung mit zwei Personen und dann kann das flutschen. Genau. Und ja. Der Automat, wie du ja schon sagtest, ja. Wurde halt in Rücksprache auch mit anderen Kommunen. Er hat seine Nachteile. Ich muss den fest verbinden mit dem Gebäude. Wenn ich Personalausweise da reinlege, dann muss das schon ein bestimmter Schutz sein. Mhm. Also ich kann halt in so eine Kiste irgendwie so einen Personalausweis reinlegen, die jeder so aufschweißen kann. Besseren ja. Kaugummi-Automat. Ja, das geht nicht. Also der muss schon, wie gesagt, oder ja, wir kennen ja so Experten, die mittlerweile schon die Bankautomaten sprengen. Wäre schon peinlich, wenn dann ja, einige Ausweise verschwinden würden. Und deswegen hat man auch gesagt, macht's nicht. Persönlich ist doch besser. Also, Problem erkannt, Problem mitgelöst, Zeitfaktor. Sehr gut. Dann eine weitere Frage zielt Richtung Schwimmbad ab. Warum das Schwimmbad keine PV-Anlage oder dergleichen habe, wird gefragt. Weil das Schwimmbad ja sehr viel Energie verbraucht, wäre eine solche Anlage Solarthermie oder Geothermie sehr sinnvoll. Genau. Da muss man dazu sagen, ja, unser Schwimmbad hat eine PV-Anlage. Genau. Man kriegt es kaum mit. Ist schon sehr, sehr lange drauf. Ja. Ist eigentlich schon, hat schon ihre Lebenszeit überschritten. Und wir werden eine neue Anlage draufsetzen, sobald wir das mit dem Dach geklärt haben. Weil die Frage ist, wenn ich jetzt eine neue PV-Anlage draufsetze, muss ich auch gucken, ob das Dach jetzt so ist, dass ich in den nächsten 5 Jahren gleich wieder das Dach neu decken muss. Und das steht bei uns auf der Liste drauf. Aber wie gesagt, die Anlage ist vorhanden, aber eine moderne wäre jetzt besser, weil die, glaube ich, schon fast 20 Jahre alt ist, oder? So roundabout, ja. Hat der Kollege gesagt. Genau, ja. So roundabout 20 Jahre und dann kommt man schon an Grenzen, wo man was Neues draufsetzen könnte. Richtig. Also das ist aber natürlich auf dem Schirm. Genau. Da haben wir ja auch Experten im Haus und ja. Pläne. Wir haben viele Pläne und wir wollen auch vieles umsetzen. Wie gesagt, also das ist ein Standardthema PV-Anlagen. Ja. Und das wollen wir auf dem Bürgerzentrum, wollen wir auch eine PV-Anlage draufsetzen. Da ist jetzt ein Statiker beauftragt, weil ich muss ja gucken, trägt das Dach das noch? Und wir werden noch viele Anlagen bauen. Sehr gut. Dann lass uns mal zwei fluffige Fragen reinstreuen. Zum einen wurden wir im Vorfeld, noch das ein kleiner historischer Exkurs, ja. Gefragt, woher denn der Name der Stadt stammt. Ja, das ist Kaben. Da hast du ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, du hast da mal so eine wegweisende Broschüre gemacht für 50 Jahre Feier der Stadt Kaben. Die 50-Jahr-Broschüre. Ja. Richtig. Wir hätten auch noch ein paar. Ja, natürlich. Und ich meine sogar, die kann man doch auch hier in der Stadtbücherei, müssten auch welche verfügbar sein. Genau, da ist die Geschichte von allen Stadtteilen, weil die Geschichte der Stadt Kaben ist ja die Geschichte von früher eigenständigen Städten und Gemeinden und Dörfern. Da können wir jetzt auch nochmal wieder kleinen Verweis auf eben 1250 Jahre Rendl machen, was im nächsten Jahr gefeiert wird. Aber der Stadtname Karben, der wurde zum ersten Mal im Jahr 827 lang ist es her, in einer Schenkungsurkunde an die Klöster Lorsch, Hersfeld und Fulda erwähnt. Das ist tatsächlich so ein Ding, wie also die meisten Stadtnamen rekonstruiert man dadurch, dass man halt irgendwelche Klosterurkunden findet, wo das auch drauf stand. Und dann reimt man sich das irgendwie zusammen. Aber es vermutlich geht es auf die ritterliche Familie von Karben zurück. Das war eine Ritterfamilie, die hier eben im Bereich Großkarben eher vermutlich gelebt hat und woraus sich dann dieser Stadtname entwickelt hat. So in den historischen Aufzeichnungen wird Karben mit der Familie von Karben übrigens immer mit C geschrieben. Das war früher mal so. Wäre das, wie findest du es schöner? Eine Innovation für Änderung des Namens. Also ich finde es mit K jetzt, da kennen wir das, so kennen wir das und sollten wir es auch lassen jetzt. Dann bleibt Karben mit K. Genau. Das war jetzt der kurze Exkurs, aber wie gesagt, alles zur Geschichte von Karben gibt es eben in der 50-Jahr-Broschüre. Da haben wir auch noch welche übrig, also wenn da jemand eine braucht, gerne nochmal an uns wenden. Und die andere Frage, die eben gerade live gestellt wurde, kann ich gerne nochmal beantworten. Und zwar wurden wir gefragt, wo wir sind, also von wo aus der Stream gemacht wird. Ja. Ja, man erkennt es nicht, du hast das schöne Roll-Up hier hinter uns. Und, genau, ja, wo sind wir denn? Wir sind in der Stadtbücherei in Kaben
Und heute sind wir übrigens als einzige Menschen, die nicht in der Stadtbücherei arbeiten, sind wir da, sondern die Stadtbücherei ist vom 8., also heute bis zum 13. November wegen einer Schulung geschlossen. Das können wir an der Stelle auch nochmal verkünden. Genau, weil es gibt ein neues Bibliothekssystem, habe ich gelernt. Mhm. Und da muss natürlich das Team da geschult werden. Und genau, und jetzt kann man auch auf Facebook schön sehen, wie wir uns hier niedergelassen haben. Ein paar neue Kamera. Richtig. Neue Ansicht. Richtig. Da sieht man auch mal, wie das hier alles aussieht. Hey, Techniker haben wir aufgerüstet, gell? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das heißt, wir haben jetzt sogar einen Teleprompter, hat man uns besorgt. Jetzt kannst du flammende Reden zur Lage der Nation halten. Ja, ich kann es nicht lesen, ist zu weit weg. Aber ist schon schön, ja. Ja, genau. So, das war die Frage, wo wir sind. Ja. Und wir können weitermachen mit Fragen, die im Vorfeld gestellt wurden. Auch ein Thema, das immer wieder mal angesprochen wird. Da gibt es verschiedene Straßen, die Thema werden. Kannst du sicherlich zu sagen, welche Möglichkeiten wir da im Blick haben? Am Sand wird jetzt als Straße angesprochen. Thema Elterntaxis. Wollen wir so einen Vlog mal machen mit Straßenproblematik? Ja? Straßenproblematik. Da haben wir einmal das Elterntaxi am Sand. Ja. Das ist in Kleinkarben. Wer es nicht weiß, das ist so ungefähr ja, parallel zum Karbener Weg. Da sind natürlich morgen sehr viele Eltern unterwegs. Manche umfahren den Karbener Weg, weil man sagt, naja, da ist sowieso viel los, da fährt der Bus. Also fahren wir parallel und quasi quer runter dann auf den Karbener Weg. Die Frage, die Straße als Anlegerstraße zu machen, ob das zielführend ist, weil ich müsste ja dann morgens auch dann kontrollieren, was die Leute anhalten. Ich weiß nicht, ob die Anwohner das dann so spaßig finden, wenn man dann plötzlich den dann morgens mal anhält. Aber wir nehmen das mal mit, weil wir sind immer dankbar für Anregungen. Wo brennt es denn? Wo haben wir Probleme? Dann gehen wir das in die Besprechung mit der Stadtpolizei und gucken mal, welche Lösungsmöglichkeiten wir haben. Wenn wir schon dabei sind, da haben wir ja auch dann die Parksituation in Okhaben, Friedenstraße, Marienbaderstraße. Ja, gibt es da Ideen, wie sie entspannen kann? Problem ist, viele Autos, zu wenig Stellplätze auf den Grundstücken und die Garagen, die man hat, nicht immer als Garage nutzbar. Ob das nun in der Marienbader Straße, Friedenstraße auch der Fall ist, kann ich ad hoc nicht sagen. Auch das, solche Anregungen nehmen wir mit. Ich kenne das, ja, das sind nicht nur die Straßenbereiche. Wir haben sehr viele Bereiche, wo im Prinzip immer abends vorbeifährt, die Straße zugestellt ist. Ja. Das ist ein Dauerbrenner. Ja, mir hat mal jemand was gesagt, es gibt eine andere Kommune in Deutschland, die hat jetzt eine Garagenpolizei quasi mal aktiviert. Da werden alle Garagen kontrolliert, ob die eigentlich noch nutzbar sind. Ja, und es gibt dann Bußgelder, ob ich das antun will. Garagen müssen ja eigentlich in ihrer gedachten Form genutzt werden. Genau, ich muss hier für den Bauantrag nachweisen, weil die Garage ja als Stellplatz nachgewiesen ist. Und irgendwann im Laufe des Lebens eines Hauses stellt man fest, man hat sehr viele Sachen, die irgendwo gelagert werden müssten. Richtig, wie wäre es mit der Garage? Da ist die Garage meistens der beste Ort. Mhm. Aber wir nehmen also so Sachen mal mit und müssen die halt mit der Stadtpolizei mal erörtern. Ja, das kann man ad hoc nicht sagen. Hier, es gibt die... Heute Morgen habe ich eine Diskussion gesehen, da ging es um Anwohnerparken und gestern Abend auch schon im Fernsehen. Anwohnerparkausweise einzuführen ist eine Möglichkeit, ja, gegen Gebühr. Die Gebühren dürfen jetzt die Länder und die Kommunen teilweise selber festsetzen. Und da habe ich was im Fernsehen gesehen, die Stadt Köln und einige andere haben dann von 15 oder 30 auf 180 Euro die Anwohnerparkweise verteuert, ja, weil sie wollen, dass die Leute von der Straße runterkommen. Ob das zielführend ist, weiß ich jetzt auch nicht, weil dann kamen die Nächsten schon wieder und sagten, müsst ihr sozial staffeln, ja, aber es gibt ja Leute, die haben wenig Geld, die haben ein altes Auto, kleines, alles, zahlen viel, also, aber lange Rede, kurz Sinn, wir nehmen diese Anregungen alle mit, wir haben keine Ad-Hoc-Lösung, aber wir nehmen das in die Rücksprache der Stadtpolizei auf und werden uns mal Lösungsmöglichkeiten, und dann geht es auch in die Ortsbeiräte, die dürfen da auch mal, ja, dazu gehört werden. Also haben wir zwei Sachen, die von Ortsbeirat werden, einmal für Kleinkarben, einmal für Okhaben. Und dann werden wir es in der Stadtpolizeirunde besprechen. Perfekt. Wir haben noch eine Frage, die du sehr ausführlich beantworten könntest und ein Thema, das sehr emotionalisiert. Da wird auch jetzt live schon was zu gefragt. Aber bevor wir dazu kommen, schlage ich vor, wir gehen einfach noch mal eine Runde baden. Oh. Wo geht's hin? Wurde jetzt gerade live auf Instagram wurde zwei Fragen gestellt, die sich ergänzen. Zum einen eine unserer
Wir hätten eigentlich mal, als wir mit dem Livestream angefangen haben vor ein paar Jahren, hätten wir mal so eine Strichliste machen sollen. Ja. Und wahrscheinlich wäre die Frage mindestens unter den Top 3, nämlich kann Carmen ein Freibad bekommen? Wahrscheinlich eine unserer Top 3 Fragen. Und darauf ergänzend, weil dann wirst du ja sicherlich auf das Badesee-Projekt verweisen, die Frage, was hat es mit der Facebook-Umfrage zum Badesee auf sich? Ja. Also erstmal Freibad für Carmen, oft gewünscht. Passt ja zusammen. Oft verneint. Ja, wir haben es verneint. Warum haben wir es verneint? Wir haben ein Hallenbad, das ist nicht kostendeckend, können wir auch nicht kostendeckend machen. Wenn wir die kostendeckend machen, dann müsste ich die Gebühren, die Anfang von 4 bis 5 Euro auf 15 Euro erhöhen, damit das Hallenbad kostendeckend wäre. Das nutzt auch keiner mehr dann, weil da kann ich ja fast in eine Therme gehen. Mhm. Ja, und wir wollen ja ein Hallenbad haben, das relativ günstig ist. Ja. Also wir leisten uns dieses Hallenbad mit einem Defizit von 700.000 Euro pro Jahr. Ist schon eine Hausnummer, wir müssen alle finanzieren. Wenn ich ein Freibad dazu mache, das nur einige Monate nutzbar ist, habe ich trotzdem die Problematik, das kostet richtig viel Geld. Und Heldenbergen hat ein Freibad, deren Defizit liegt weit über 1 Million insgesamt mittlerweile. Und da ist die Frage, wollen wir das? Können wir uns das leisten? Na, die Grundsteuerfrage hebst du ja noch auf, die hast du noch gar nicht gespielt. Ja, die habe ich noch im Hinterkopf. Und deswegen kam mir die Idee, und die fand ich eigentlich beim zweiten Nachdenken gar nicht unclever, warum machen wir keinen Naturbadesee? Ja, warum kann man sowas nicht machen? Es gibt wohl Gemeinden, die haben sowas auch schon gebaut. Das ist viel, viel günstiger und hat eine viel bessere Qualität als so ein kleines Freibecken. Und diese Idee haben wir das letzte Mal schon vorgestellt, das vorletzte Mal, glaube ich, ist als Prüfungsantrag beschlossen worden vom Stadtparlament und wird jetzt im Rahmen der ganzen Niederrenaturierung und der Umgestaltung besprochen, ob eine Möglichkeit besteht, an einem geeigneten Standort Naturbadesee, Naturbadeteich oder wie auch immer man es sehen will, sowas zu errichten. Und dann haben wir das doch auch. In der freien Natur, viel schöner, für jeden zugänglich und am besten vielleicht noch kostenfrei. Ist günstiger als alles andere. Genau. Und ohne da jetzt parteiliche Werbung machen zu wollen, nur als Info, das war, weil es wurde ja auf diese Facebook-Umfrage von der nachgefragt, dass eben ein Thema, was dann in einem CDU-Antrag behandelt wurde. Wir sind hier mal neutral. Ich informiere nur darüber. Ja. Und das war dann eben auch von der CDU eine Umfrage, genau, um eine Meinungsbildung zu schaffen. Genau, aber das war dann CDU-Sache, um dieses Thema eben aufzugreifen. Genau. So, dann, was hättest du denn gern als erstes? Erst Grundsteuer oder erst AfD? Dann machen wir doch erstmal die sachliche Frage und dann kommt die emotionale zum Abschluss. Okay. Bevor du dann ganz in Wallung kommst mit deinen Antworten, ja. Ich habe mich im Griff. Okay, dann machen wir die Hebesteuer. Aber dann kannst du jetzt erstmal in Wallung kommen zum Thema Hebesatz. Wie hoch wird der Hebesatz bezüglich Grundsteuer in Carmen demnächst ausfallen? Also das, die Frage finde ich, kannst du jetzt natürlich ein stundenlanges Referat zu halten. Könnte man machen. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber ich finde die Frage sehr gut, weil meistens die Wünsche kommen, was kann man auch ausgeben, warum hat das nicht, macht das noch, ja, und so weiter. Aber von nichts kommt nichts. Das Geld muss ja auch irgendwo reinkommen. Ja. So, und deswegen ist es eine sehr gute Frage und wir haben zurzeit einen Hebesatz von 440 Punkten. Ja, was heißt denn 440 Punkte? Da sagt einer, das kann ich nicht einordnen. Ich habe mal eine Statistik dabei, jetzt kann man schlecht, und ja, wir haben leider keine Grafik vorbereitet, aber ich kann das mal kurz zeigen. So sieht die Hebesätze im Bettau-Kreis aus, zumindest auf Facebook kann man es vielleicht halbwegs erkennen. Ja, wir können auch sicherlich mal ranzoomen. Mal ranzoomen an die Grafik, dass man mal sieht, wie das aussieht. Und man sieht schon von Ferne, also es gibt rote Gemeinden, da sind die Hebesätze recht hoch. Es gibt die gelben, da sind sie so im mittleren Bereich, und im grünen Bereich, das sind dann die Kommunen mit niedrigen Hebesätzen. Und siehe da, Carmen gehört zu dem grünen Bereich. Es gibt einen ganz dunkelgrünen, die sind ganz, ganz niedrig. Das sind aber die kleineren Kommunen im Norden vor allem des Wetteraukreises. Im Südkreis liegen wir alle relativ gut beieinander. Und diese 440 Punkte, hier kann man es noch ein bisschen besser sehen, ihr habt rangezoomt jetzt. Ja. So. So kann man es sehen. Genau. Ja, so halbwegs. Und und das soll es eigentlich gewesen sein. Wir haben den Haushalt eingebracht letzte Woche, haben den Hebesatz unverändert gelassen, sowohl bei der Gewerbesteuer als bei der Grundsteuer. Hm. Bei der Grundsteuer sind wir beim drittniedrigsten Hebesatz in der ganzen Wetterau, beim Gewerbesteuer. Bei der Grundsteuer, glaube ich, den siebten oder achtniedrigsten von allen Kommunen. Das heißt, wir sind im günstigen Bereich, wollen den halten. Ich habe schon gesagt, bei der Einbringung müssen wir natürlich gucken, was kommt jetzt noch von außerhalb. Was macht der Kreis? Der
eventuell die Kreisumlage erhöht, weil das muss man verstehen, ein Großteil unseres Geldes geht an den Wetteraukreis. Ja, wenn wir jetzt 40, 45 Millionen einnehmen, dann geht fast die Hälfte an den Wetteraukreis. Weil der Wetteraukreis muss die Schulen bedienen, muss die sozialen Hilfe bedienen, muss die Flüchtlingsproblematik alles lösen. Der Wetteraukreis hat viele Aufgaben und bedient sich halt bei den Kommunen. So ist die Systematik. Das heißt, wenn von dort was kommt, werden wir auch zur Kasse gebeten. So ist die Systematik. Und deswegen sage ich immer, wir müssen vorsichtig sein. Das sage ich allen Fraktionen, auch unsere eigenen, weil man muss immer vorsichtig aufpassen. Denn wenn wir über die Stränge schlagen, wird das dazu führen, dass wir ein Defizit erreichen und dann müssen wir auch irgendwann in die Grundsteuer gehen. Und das wollen wir eigentlich vermeiden, weil die Grundsteuer muss im Prinzip jeder zahlen. Wenn er sagt, ich bin ja Mieter, ja, die Grundsteuer ist umlagefähig auf die Miete. Also im Prinzip ist es im Endeffekt, jeder ist dabei beteiligt und deswegen wollen wir es nicht strapazieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Stand heute, Haushalt eingebracht, unveränderter Hebesatz im unteren Drittel des Wetteraukreises. Aber wie du sagst, ja auch immer wichtig zu betonen, dass ja alles miteinander zusammenhängt. Genau. Und das ist so ein bisschen, was immer vergessen wird. Und ja, einer muss die Party bezahlen. Am Ende des Tages ist es immer der Steuerzahler. Sonst haben wir ja keinen. Und deswegen muss man mit dem Geld des Steuerzahlers auch ein bisschen vernünftig umgehen und nicht sich alles wünschen. Oder auch umsetzen. Wünschen kann man sich viel, aber muss auch mal Nein sagen können. Ja, jetzt kommt eine emotionale Schlussfrage. Richtig, genau. Und zwar eine Veranstaltung, die jetzt am Wochenende im Bürgerzentrum bevorsteht. Es hat sich schon rumgesprochen. Ein AfD-Landesparteitag findet dort statt. Und dazu wurde schon im Vorfeld die Frage gestellt. Und die kannst du genau. Es ist natürlich eine Frage, die emotional gestellt wird, aber sie lässt sich dann auch sachlich beantworten. Warum vermietet Karben Räumlichkeiten an die AfD? Weil es ganz einfach ist. Die Stadt Karben als, ja, als Stadt muss neutral sein. Und alle Parteien, die zugelassen sind, müssen den gleichen Zugang zu öffentlichen Räumen haben. Ob man sie mag oder nicht mag, ist eine persönliche Entscheidung. Ja, das kann jeder anders sehen, aber die Stadt als ja, öffentliche Kommune kann nicht einfach sagen, ja, für die machen wir das nicht mehr. Ja, weil das ist ja, wird ja Tür und Tor öffnen. Ja? Der Nächste mag vielleicht die Partei nicht, mag die CDU nicht, sagt, die kriegt auch keinen Raum mehr. Natürlich kann man sagen, die sind halt kritischer zu sehen, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Wir müssen uns neutral verhalten und jede Partei, wie gesagt, die in Deutschland zugelassen ist, demokratisch zugelassen ist und nicht verboten ist, muss die Möglichkeiten haben, einen Raum zu mieten. Alles andere würde ja irgendwann abgleiten in eine problematische Zone. Es gibt ja Möglichkeiten, da kannst du darauf hinweisen, wenn jemand das nicht möchte, ja, der kann dagegen demonstrieren, der kann sonst was machen. Das ist eine persönliche Sache. Ja. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wir als Kommune sind dort neutral und können nicht jetzt Politik machen als Kommune. Genau. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Alternative, und das wurde ja auch in anderen Wetterauer Gemeinden schon mal ausprobiert, wäre ja quasi, dass man die komplette Nutzungssatzung ändert. Aber dann dürften gar keine politischen Veranstaltungen mehr stattfinden. Das hatten andere Kommunen auch schon probiert. Dann dürfen aber keine Parteien mehr in die öffentlichen Räume rein. Und dann haben wir alle ein Problem. Dann haben alle Parteien, auch die vollkommen unstrittig sind, wo man sagt, das sind die Altparteien, die wollen auch das haben, ob das nun SPD, CDU ist oder wie auch Grün, dann kann keiner mehr einen Raum kriegen. Mhm. So. Und dann mache ich ja die Demokratie schwierig. Ich muss ja von den Mitgliedern sagen, politischen Alltag schwierig. Genau. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir sperren die Bürgerhäuser nicht für Parteien, solange sie zugelassen sind. Das ist eine klare Aussage, ist auch richterlich durchexerziert. Ich glaube, wenn jemand das anders machen würde, wenn ich sehe, was für Demonstrationen teilweise zugelassen werden, die nachher gewalttätig enden, wo ich es noch schon vorher weiß und die Stadt dann gesagt hat, es darf nicht sein. Wenn ich an Gießen denke, die Eritrea-Veranstaltung, wo alle gesagt haben, nein, wir wollen wir nicht haben und dann das Gericht gesagt, nein, die müsst ihr akzeptieren. Das ist eine ganz andere Nummer noch. Ja. Und selbst das darf man nicht. Also ganz klar, lange Rede, kurzer Sinn. Alle Parteien, die zugelassen sind, haben die gleichen Chancen. Und wer das anders sieht, ja, wir sind ein freies Land und jeder kann seine Meinung sagen, ja, und kann das dann auch demokratisch und friedlich mitteilen. Genau. Das ist seine Sache. Und so, das ist dann auch zwei Fragen, die jetzt in die Richtung schon abzielen, auf die Gegendemo, die dann stattfinden wird, auch am Samstag um 10 Uhr, quasi auf der anderen Straßenseite. Genau. Das ist wahrscheinlich vom Sicherheitskonzept so vorgegeben. Und genau an dieses Sicherheitskonzept richten sich jetzt zwei Fragen. Einmal mit wie viel Polizei rechnen wir? Genau, oder was ist als Sicherheitskonzept geplant? Die Frage hätte man die Veranstaltung nicht ablehnen können. Die hast du ja schon beantwortet. Gut, dann wird hier gefragt, dass solche
Demos ja nicht immer friedlich ablaufen. Genau. Da, denke ich, können wir aber schon auch sagen, dass die, die jetzt dazu eingeladen haben, die kamen nach Verbände, die sind jetzt in keinster Weise für Krawall bekannt. Krawall sind deswegen, aber trotzdem haben wir gesagt, wir entzerren das. Ja. Die dürfen nicht vor dem Bürgersinn direkt stehen. Also es gibt quasi einen Sicherheitsabstand. Natürlich ist die Polizei vor Ort, ja, wird das regeln und wir hoffen, dass sowas friedlich abgeht. Ja. Ja, ich habe da meine eigene Meinung. Ich sage, man kann auch sowas einfach laufen lassen. Ja. Du bist da andere Meinung, sagt, man muss Flagge zeigen. Das kann jeder für sich persönlich sehen. Schön, dass aber, du das sagst. Danke. Ja, es muss jeder für sich persönlich entscheiden. Aber entscheidend ist, es muss friedlich sein. Ja. Ja, was wir nicht tolerieren, ist Gewalt und Aggressivität. Das kann auf gar keinen Fall akzeptiert werden. Alles andere kann friedlich jeder seine Meinung sagen. Und das muss auch so laufen können. Genau. Ja. Und die Gegenveranstaltung ja federführend von den Kamener Parteien, Evangelische Kirche, Naturschutzverbände, um jetzt nur ein paar zu nennen, haben da eingeladen. Einige Kamener Parteien, nicht alle. Aber das muss jeder auf sich selbst. Das muss jede Gruppierung für sich entscheiden, wie man damit umgeht. Aber für mich ist das oberste Prinzip, es muss friedlich gehen. Das ist, denke ich, für alle das oberste Prinzip. Und vor allen Dingen auch, wie ich sehe, mit Freude, auch das Prinzip in der Kommentarspalte. Wir haben die Dinge ja auch sachlich beantwortet und dann muss man das so hinnehmen. Gehört ja zur Demokratie auch dazu. Genau, Dinge das muss eine Demokratie einfach aushalten. Und meine Meinung ist immer, wenn man der Meinung ist, die haben zu viel Stimmen, vielleicht machen andere vielleicht die Politik nicht richtig, da muss man vielleicht mal überlegen, wie kriege ich die Leute zurück? Das ist doch die Entscheidende, ja. Ich muss doch mal die Ursachen bekämpfen, ja. Ich muss mal gucken, warum ist das denn so? Das ist eher meine Sache. Also es nützt nicht, sich hinzustellen und sagen, die sind alle doof, das dürfen die nicht machen. Sondern ich muss überlegen, wieso wählen so viele Leute nicht uns, sondern andere. Da muss man halt besser werden. Das ist eine ganz klare Sache. Ein flammendes Plädoyer für mehr Bürgermeister-Livestreams in Deutschland. Damit sind wir auch tatsächlich am Ende. Ich hoffe, ich habe alle Fragen mitgenommen, weil es hat offenbar heute sich gezeigt, kaum ist der Ton auf Instagram besser, schon werden auch deutlich mehr Fragen auf Instagram gestellt. Das hatte uns sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Auch ja, die Technik hat das richtig super gemacht. An die Technik, nochmal an Tom und Bene, die das hier für uns regeln. Und genau, wir sehen uns dann voraussichtlich wieder am 6. Dezember. Nikolaus. Machst du dein Mützchen auf? Ja, mal schauen. Da werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Schokohasen in unsere Stiefel stellen. Jetzt hast du es wieder. Am 6. Dezember, da können wir dann auch wirklich nochmal das Last-Minute-Update für den Weihnachtsmarkt machen. Ja. Und dann wollen wir ja voraussichtlich auf 1250 Jahre Rendl vorausblicken, aber werden auch wieder sicherlich andere Themen im Baustellen-Update. Pipapo. Und natürlich viele Fragen stellen Sie uns wie immer gerne. Alle Fragen auch schon die Fragen, die Sie haben, auch schon im Vorfeld. Das Ganze gibt es ab morgen dann auch nochmal auf YouTube zu sehen. Da können dann auch alle, die jetzt auf Instagram zugeschaut haben, auch nochmal die ganzen Visualisierungen sehen, die Präsentation vom Weihnachtsmarkt und die bunte Karte vom Wetteraukreis. Ups. Sehr schön. Ja. Perfekt. Das war's und wir sehen uns dann wieder und wünschen noch eine schöne weitere Woche. Bleiben Sie demokratisch und bis demnächst. Ciao, ciao. Genau. Also, tschüss.